Ja, liebe Freunde, bremst dich. So steht es vor vielen Schulen mittlerweile. Und was bedeutet das? Ja, es sind wir Schulkinder unterwegs. Auch unsere Tochter ist mittlerweile ein Schulkind. Und das soll nochmal Hinweis geben für alle Verkehrsteilnehmer, nicht nur Autofahrer, sondern quasi alle Verkehrsteilnehmer allgemein. Seid vorsichtig, Erstklässler, Neuanfänger, die sich mit den Straßenverkehrsordnungen noch nicht ganz so auskennen, seid vorsichtig. Aber dieses Thema bremst dich gilt nicht nur zur Anfangszeit der Schule, sondern auch allgemein. Ich bin ja selber auch oft genug unterwegs, sei es mit Fahrrad, mit dem Scooter, mit dem Auto, ja, egal wie. Und man sieht oft genug, ich nenne sie mal immer wieder auch, Idioten, die meinen, überholen zu müssen, um als erstes einer roten Ampel nachher zu stehen. Also vielleicht sollten ja vielleicht mal einige Menschen sich mal ihr Verhalten im Verkehr genau überlegen. Weil es gibt auch auf YouTube, natürlich neben meinem Kanal, auch noch Millionen von anderen YouTube-Kanälen, liebe Grüße an alle Creator da draußen, die sogar teilweise Dashcam-Videos veröffentlichen, zugesandt bekommen, denn veröffentlichen, wo man sieht, wie weit einen die Dummheit im Straßenverkehr manchmal bringt. Weil jeder hat eigentlich gelernt bei der Fahrschulausbildung, man soll nicht auf sein Fahren achten, sondern auch auf die andere Person, weil die kann auch einen Fehler machen. Und wenn man auf sein Fahrverhalten wirklich achtet und deine Zeit hat, in Anführungsstrichen, auf andere Personen zu achten, dann sieht man allzu oft Sachen, wo man denkt, Freunde, der nächste Baum gehört euch. Also bei manchen Autofahrern oder auch Scooterfahrern oder wie auch immer, zu Scooterfahrern hatten wir auch ein separates Video gemacht, das verlinke ich hier unten nochmal ganz kurz drin. Wenn mich Eltern Kinder mit dem Scooter zur Schule bringen, eine ganz dumme Idee aus meiner Sicht her, weil man muss aber überlegen, der Scooter hat eine Eigenmasse, ja, meiner wiegt ungefähr bei 20 Kilo, Höchstgeschwindigkeit bei meinen um die 20 km/h, ja, mein Gewicht sind um die 70 Kilogramm, es rechnen wir mal alles ein bisschen einfach runter, wenn ich nur 50 Kilogramm wiegen würde und würde nur 10 km/h fahren, wäre es trotzdem bei einem Unfall. Egal in welcher Hinsicht, sei es, ich fahre auf ein Auto auf oder ich muss eine Notbremsung anleiten mit dem Scooter, ja, kommt immer das berühmte Gesetz Masse mal Geschwindigkeit zum Tragen. Das bedeutet, bei einem Gewicht von 50 Kilo und 10 km/h Geschwindigkeit hätte ich ungefähr ein Gesamtaufprallgewicht, Gesamtmasse von 500 Kilogramm. So, und jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich habe meine Tochter vor mir, ja, auf dem Scooter draufstehen. Und bei meinem Scooter zum Beispiel ist hier vorne unter anderem so ein Haken dran. Dann möchte ich mir nicht ausdenken, was dabei passieren kann, wenn ich meine Tochter mit einer Gesamtmasse von 500 Kilogramm gegen diesen Haken wortwörtlich quetsche. Wer meint, das ist doch halb so wild, ja bitteschön, überall stehen Bäume, Straßenlaternen umher, lauf doch einfach mal mit Fördergeschwindigkeit entgegen. Ja, das heißt, man wie mit 20 km/h, auch Masse, auch mit 10 km/h. Maximale Geschwindigkeit, lauf mit 10 km/h gegen einen stehenden Baum, einfach so gegen, ohne abzubremsen. Ihr werdet spüren, es tut dermaßen weh. Und man wird sich ganz nervös zwei, dreimal überlegen, was man macht. Weil, wenn man das ganz bewusst macht, braucht man die Möglichkeit, manchmal den Kopf wegzudrehen, ja, damit die Nase nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber wenn man das unbewusst macht und die Nase auch mal hin oder was auch immer es hin, ja, dann ist das Geheule groß. Also überlegt euch genau, was ihr macht im Straßenverkehr. Also von Arte, bremst dich. Geht nicht nur zum Schulbeginn, sondern auch allgemein. Ja, das Video verlinke ich hier unten nochmal drin. Könnt ihr gerne mal teilen an alle Idioten da draußen, die ja, meinen, ich stehe morgens auf, lass mein Gehirn im Bett. So müsst ihr meistens fast täglich machen und werdet einfach mal unterwegs sein. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich bin jetzt auf Weg nach Hause. Leg das Handy beiseite, pack es weg und rolle nach Hause. Weil mit Handy fahren soll man ja auch nicht. Also, bis dann, euer Marco Lorenz. Mach's gut. Dankeschön fürs Abonnieren. Wir sehen uns morgen wieder zu täglich 1.